Hallöchen und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Und dem großartigen André Lampe. Ach. Hallo. Hi, danke, danke, danke. Ich habe mich sehr gefreut auf heute endlich wieder ein bisschen Kopf defragmentieren zusammen mit dir. Und das war auch wirklich eine krasse Woche letzte Woche. Da habe ich ja leider auch den Mittwochstream mit Stellaris ausfallen lassen müssen. War einfach viel los. Wie geht's dem Fenster, Romy? Um erstmal wichtige Sachen vorneweg aus der Welt zu räumen. Mach mich nicht traurig. Also wir haben immer noch ein kaputtes Fenster. Aber inzwischen wissen wir zumindest, dass man uns nicht vergessen hat. Wir warten einfach weiter. Ich glaube, wir haben jetzt auch die schlimmste Kälte erstmal weg. Insofern die Polsterfolie hat geholfen. Okay. Ja, und ich sehe auch deine schon... Tür. Meine Tür. Ich kriege morgen, morgen kommt der Handwerker und baut hier eine Tür ein. Ja, dann ist dieser Raum hier oben quasi, dieses wundervolle Giebelzimmer, ist dann tatsächlich ein eigener Raum und ich muss nicht mit improvisierten Deckeln dafür sorgen, dass andere Wesen, die hier in der Wohnung wohnen, um genauer zu sein, Linda und Bailey, das ist unser Hund, die ganze Zeit vollgequatscht werden, wenn ich hier oben streame, dann kann ich einfach die Tür zumachen, aber der Deckel ist halt schwer. Und das ist halt fummelig, da irgendwie was zu machen. Es ist halt so Maisonette. Also es geht so eine kleine Treppe hoch und dann alle Wände sind schräg, wie man im Hintergrund vielleicht einigermaßen sehen kann, wenn ich mich mal so zur Seite. Da hinten stehen noch ein paar Umzugskisten und da liegt eine Neonröhre drauf. Beziehungsweise nicht eine Neonröhre, sondern eine LED-Leiste. Ja, es sind alles Schrägen hier, aber es ist total schön, hier oben zu streamen. Ja, es kommt eine Uhr. Eine Tür. Hallo Horsti, hallo DO1JLR. Horsti, zwischen 8 und 18 Uhr ist eine gute Frage für den Handwerker. Nee, wir haben zwischen 9 und 9.30 Uhr kommt er und wird dann beginnen. Also es ist halt nicht nur eine Tür einsetzen, sondern er muss auch die Wände, die dazugehören, bauen. Es ist also nicht einfach, da ist ein Türloch und da muss eine Tür eingesetzt werden, sondern da müssen auch Wände gebastelt werden. Und diese Wände sollten dann auch einigermaßen schallisolierend sein. Also ist schon ein bisschen was Größeres, aber dann ist endlich hier vernünftiges Arbeiten und vernünftiges Streamen und vielleicht sogar mehr Streamen möglich. Ja. Wie lange hat er denn angesetzt für morgen? Also, er guckt mal, wie weit er kommt. Er hat sich vorgenommen, dass er schon sehr, sehr weit ist und dass er Donnerstag, also er kommt Donnerstag auf jeden Fall nochmal für ein paar Nacharbeiten. Ja, also hoffentlich ist es morgen schon so fertig und dann Donnerstag noch mal so ein paar letzte Sachen machen mit Streichen und hast du nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Er ist, was das angeht, aber durchaus das ist schon von dem, was er so plant, erzählt und macht, ist es, habe ich da großes Vertrauen in ihn. Ich drück die Daumen, dass das alles super entspannt und schnell und so geht. Ja, genau. Auch wenn ich schon wieder ein bisschen neidisch bin. Erst kriegst du schneller eine neue Wohnung und jetzt kriegst du noch schneller eine neue Tür, als ich ein neues Fenster. Ja, aber also so schnell war das jetzt mit der Wohnung nun nicht. Also das hat, es hat 10 Monate gedauert. Oder eigentlich 12. Ja, okay, schneller. Okay. Aber trotzdem. Ja, und wie ihr wahrscheinlich seht, sitze ich immer noch. Das wird sich aber auch hoffentlich bald ändern. Es fehlt nämlich noch ein kleines Gerät hier.
beziehungsweise ein Zubehörteil. Und das soll jetzt auch demnächst kommen. Das ist auf dem Weg beschädigt worden und deswegen habe ich es immer noch nicht. und wenn das da ist, dann kann ich so wundervolle Dinge tun wie im Stehen streamen. Dann kann ich nämlich diesen tollen Stehschreibtisch benutzen und dann in der Pause, wenn ich genug vom Stehen habe, ihn runterfahren und mich in Ruhe hinsetzen. Auf jeden Fall habe ich die Wahl. Aber im Moment funktioniert das leider noch nicht, weil ich noch nicht alle Dinge, die ich so für Streamen brauche, beispielsweise das Licht, an den Tisch gebumselt habe. Und ja. Naja, aber da kommen wir dann auch zu und dann können wir mal ein bisschen mehr Blödsinn mit Kanalpunkten machen, glaube ich. Ja, aber erstmal hallo und schönen guten Abend und dass ihr alle da seid, das freut mich sehr. Das Geburtstagskind vom letzten Mal ist auch wieder da, habe ich ebenso in der Liste gesehen. Und da haben wir ja quasi noch am Ende Wünsche erfüllt. Achso, ja, genau. Und bevor ich jetzt hier mit Democracy 4 Beta, bevor wir hier direkt mit Spanien wieder einsteigen, wir werden so ein bisschen Spanien, ich sag mal, zu Ende bringen. Wir haben noch 7 Runden bis zur nächsten Wahl. Das heißt, wenn wir die nächste Wahl haben, dann könnten wir mal auf was anderes. Und da haben wir auch schon was vorbereitet. Aber das werde ich dann raushauen auf Twitter und an euch auch, wenn es soweit ist. Erstmal machen wir noch ein bisschen hier Spanien zu Ende, würde ich sagen. Sehr, sehr gerne. Ja. Democracy 4 wird uns ja eh noch eine Weile begleiten. Ja, genau. Und ach, ich habe... Weißt du, ich spreche vorher Sachen mit dir ab, was ich alles sagen will und dann, Gott sei Dank, erinnerst du mich an die wichtigen Dinge. Ja. Genau. Ich wollte nämlich noch was sagen. Ich habe mich ein bisschen reingefuchst in das Modding, was Democracy 4 angeht. Und es gibt ja so ein paar Leute, die schon mal hier was in den Hut schmissen in Form von Bits oder auch in Form von Abos. Dafür ganz herzlichen Dank. Und alle die schon mal abonniert haben, das sind, glaube ich, Horsti, der liebe Edelhack und DO1JLR. Ihr habt schon mal Abos rausgehauen, wofür ich euch ganz, ganz besonders danke. Und ihr, euch würde ich jetzt gerne auffordern, wenn ihr, geht in euch, das muss jetzt nicht sofort sein, aber schreibt mir gerne auf Discord oder auf Twitter oder per E-Mail. Gibt's alles auf der Twitch-Seite, die ich gerade so ein bisschen überarbeitet habe. Schreibt mir gerne eine Idee von euch für ein Ereignis, also irgendwas, was in diesem Screen hier kommt, also in diesem Zwischen, ne, Quartalsbericht, zum Beispiel hier religiöser Komplott, nicht ein Ereignis, also religiöser Komplott, also so beispielsweise irgendwie Literaturpreis verliehen bekommen oder sowas. Oder eine Idee für ein Dilemma, schreibt mir das und ich würde als Fingerübung und um überhaupt ins Modden reinzukommen, würde ich von denen, die schon mal abonniert haben, die Inhalte erstmal umsetzen in eine Mod, damit ich mich ein bisschen damit zurechtfinde. Und darauf aufbauend habe ich noch das ein oder andere vor. Man kann an der einen oder anderen Stelle sicherlich hier noch ein paar Politiken machen, besonders Auslandspolitik ist es ja immer relativ dünn. Aber man könnte halt auch überlegen, dass wir, wenn wir uns jetzt Deutschland angucken, das ein oder andere noch mal ein bisschen präziser gestalten können, was wir da alles schon an Politiken haben. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht, aber ich würde erstmal mit Dilemmata und mit Ereignissen anfangen, weil das so das Einfachste ist. Da habe ich mich so ein bisschen reingearbeitet und Politiken ist dann das Nächste. Also haut gerne was raus, bin ich total gespannt drauf. Und na klar, mache ich dann den Mod, werden wir den Mod hier spielen, wenn wir wieder Democracy 4 machen. Aber vor allem gibt es den dann auf jeden Fall auch im Steam Workshop. Das heißt, und zum Runterladen, wer nicht bei Steam ist,
werde ich das so verpacken, dass ihr den auch runterladen könnt. Ich werde wahrscheinlich einen Link auf die Twitch-Seite setzen. Das heißt, ihr könnt dann mit den Mods, die ich gebastelt habe, auch spielen, wenn ihr Democracy 4 habt. Aber wir werden natürlich auch damit spielen, sodass dann selbst gebastelte Ereignisse, Dilemmata und dann auch irgendwann Politiken uns hier über den Weg laufen. Ja, das ist so der Plan. Also tut das total gerne. Die drei habe ich genannt. Edelhack werde ich diesbezüglich extra auch nochmal anschreiben, auf jeden Fall. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen heute. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Der hat ja auch ein Leben und ist ein vielbeschäftigter Mann. Das ist total okay. Und ich freue mich, dass jetzt auch schon ganz viele Leute da sind. So, und dann würde ich sagen, wir springen mal wieder zurück in Democracy 4 in Spanien auf durchaus ein bisschen schwieriger. Popularität geht. Wir haben ganz knapp die letzte Wahl gewonnen, ne? Mit 2-3% oder so. Ja, da war unsere Popularität auch wirklich unten. Ja. Und hier unser GDP steigt. Wir sind vor ein paar Runden wurde unsere Bonität hochgestuft und wir haben Überschüsse, sodass unsere Staatsschuld langsam zurückgeht. Und die Weltwirtschaft ist gerade wahnsinnig unten im Keller und wir sind trotzdem mit einem Überschuss gesegnet von 1,78 Milliarden Euro. Das ist geil. Und wir haben das letzte Mal auch mal gerade für 2,5 Milliarden, fast 2,6 Milliarden Hochgeschwindigkeitszüge, Subventionen für Schnellfahrstrecken rausgehauen. Und die steigen alle noch. Die werden sich sehr, sehr gut auf die Kfz-Nutzung auswirken und auch auf die Arbeitslosigkeit. Das war doch das Geburtstagsgeschenk von The Real Hanse für richtig. Uns, für ihn, wie auch immer. Ja. Wie machen wir denn weiter? Ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen unsere Finanzgeschichten, Popularität kurz angeklickt. Wir können erstmal unsere Probleme vielleicht einmal anschauen. Also die roten Problemlagen, die zusätzlich negative Effekte haben. Und dann vielleicht auch mal sowas wie Arbeitslosigkeit und Produktivität anschauen. Beziehungsweise das, was uns auffällt bei den Problemlagen, oder? Mhm. Damit sehr wir wieder reinkommen. Wir haben eine Krise der illegalen Einwanderung. Auch weil wir, ich glaube, hier gab es dieses Ereignis mit Nachbarstaat ist im Krieg. Und das geht langsam wieder runter. Die Auswirkungen sind nur auf die Meinungen von Konservativen und Patrioten. Oder was heißt nur? Also, das ist jetzt. Natürlich hat das noch andere Auswirkungen. Wenn wir auf illegale Immigration gucken, die relativ hoch ist, wirkt sich das negativ auf die Löhne aus, positiv auf die Bevölkerung, auch leider positiv, also wachsend auf die Arbeitslosigkeit. Nachfrage in der Gesundheitsversorgung, ethnische Spannung und Krise der illegalen Einwanderung. Ja, okay, also ne, die Krise ist mit drin. Ethnische Spannungen, da könnten wir was machen. Vielleicht mal. Hier. Was in der Richtung. Das sieht jetzt noch nicht so schlimm aus. Also, ja, genau, ethnische Spannung. Behalte ich mal im Hinterkopf. Dann haben wir wirtschaftlich gesehen Unternehmensflucht. Auf einem gleichbleibend hohen Niveau. Das hat negativen Auswirkungen auf unser BIP. Und Auswanderung. Huh. Okay. Dann nicht konkurrenzfähige Wirtschaft. Bisschen runtergegangen, aber ja. Auch negative Folgen für BIP. Dann haben wir hier die überfüllten Krankenhäuser. Das geht langsam zurück. Das hat Auswirkungen vor allem auf die Rentnerinnen und Eltern negativ. Der staatliche Gesundheitsdienst federt da das meiste ab. Aber wir haben halt eine hohe Nachfrage durch die Gesundheitsversorgung. Der Gesundheitsversorgung. Da könnten wir vielleicht auch mal gerade gucken. Die ist, ja, es ist hier besser geworden, als wir den Alkoholismus endlich wegbekommen haben.
So, und dann haben wir hier unten noch die Atemwegserkrankungen. Da sollten wir wahrscheinlich vor allem was bei der Kfz-Nutzung machen. Und da sind ja die Hochgeschwindigkeitszüge, also die Subventionen für die Schnellzüge, die wir gemacht haben, arbeiten schon in dieser Richtung. Und sorgt halt für eine geringere Produktivität, aber vor allem auch bei einer schlechten Meinung bei den Eltern und für eine gesteigerte Nachfrage bei der Gesundheitsversorgung. Das ist also, und es kostet uns direkt Geld. Zwar nicht viel, aber muss ja nicht sein. Das wären alle unsere Probleme. Das ist ja regelrecht überschaubar, wenn ich das mit dem Anfang vergleiche. Ja, und hier hätten wir die Arbeitslosigkeit. Die ist gerade wieder gesunken. Hat natürlich massive Auswirkungen. Und unsere Produktivität ist hier unten. Die steigt konstant weiter. Und sorgt für eine Verminderung der nicht konkurrenzfähigen Wirtschaft. Das ist schon mal. Und auch für ein ganz kleines Stück bei der Unternehmensflucht. Tja. Wo fangen wir denn an? Ja, wir haben mit der Subvention für Schnellfahrstrecken, das dauert noch 2 Runden und dann wird sich Kfz-Nutzung deutlich verringern. Kfz-Nutzung sind wir hier auf einem relativ hohen Niveau. Das wird hoffentlich sehr dazu beitragen, dass das hier endlich aufhört. Weil das Kfz-Nutzung direkt auf die Umwelt sich auswirkt. Ja? Ich glaube nicht, dass wir da was machen müssen, weil wir es hier gesehen haben. Hier, dass wir, weil wir relativ hohe ethnische Spannungen haben, sollten wir vielleicht was in der Richtung tun. Oder Produktivität und Arbeitslosigkeit anfassen. Naja, also ich glaube, ich würde sogar hier anfangen wollen. Also das hat natürlich berufliche Gründe, weil ich meine, dafür komme ich aus der politischen Bildung. Insofern fände ich das ganz gut. Wir haben jetzt relativ viele Wirtschaftsprogramme gemacht. Ja. Und da würde ich gern da anfangen, allerdings bei der Wirtschaft dann auch weitermachen und dass wir dort nochmal schauen. Ich glaube, den Bildungssektor, Fortbildungssektor haben wir gut abgefedert. Wir müssen nochmal gucken, dass wir Arbeitsplätze schaffen für die Menschen, die neu eingewandert sind oder einfach nicht so gute Ausbildungschancen bisher hatten. Ja, dass wir da also die Arbeitslosigkeit nochmal senken. Und zwar nicht in den Hochtechnologieberufen, sondern in anderen Bereichen. Wir haben relativ viele Punkte. Das heißt, wir sind hier auch, also wir könnten auch überlegen, ob wir neue Steuern raushauen. Weil da können wir uns gerade alles leisten. Aber da können wir auch später nochmal drauf gucken. Könnten mal bei Recht und Ordnung. Nee, Racial Profiling ist etwas, was ich definitiv nicht will. Antirassismuswoche wäre doch so eine Sache. Eine Kampagne, die sehr wenig Kosten verursacht und direkt auf ethnische Spannungen wirkt. Wäre eine Sache, die ich mir. Wir könnten auch obligatorische Sprachkurse, die sind sehr teuer, was politisches Kapital angeht. Und die steigern die illegale Immigration, interessant. Senken aber auch automatisch die ethnischen Spannungen. Und ziehen auch die Bildung hoch. Genau, ziehen die Bildung hoch und den Handel. Ja. Den internationalen, das finde ich auch ganz gut. Bei dieser Antirassismus-Kampagne, ja, es ist halt erstmal nur eine Kampagne, diese Antirassismus-Woche. Kann man machen. Für unsere Zwecke in unserem Spiel, glaube ich, ist es völlig in Ordnung. Ansonsten würde ich sagen, lass uns das langfristiger denken. Können wir aber hier nicht. Naja, ich meine aber obligatorischer Sprachunterricht, tun wir auch direkt was für die Bildung, was ja wichtig ist, um Produktivität zu steigern und die Leute zu befähigen, kompliziertere Jobs zu machen. Ja. Also wäre ich jetzt auch für, weil vor allem auch, weil es teuer ist und wir gerade viele Punkte haben vom letzten Mal.
Ja, dann machen wir das doch. Dann lass uns das tun. Okay, da hätte ich jetzt gesagt, das ist schon mal ein ordentlicher Effekt. Gut, das dauert lange. 18 Runden. Ist halt nicht sofort eine Wirkung, aber es wird sich langsam aufbauen. Und diese ganzen illegale Immigration steigt, das verstehe ich nicht ganz. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, lass uns ruhig so auf 100 Millionen gehen. Dafür. Weil einfach ethnische Spannung minus 13,88% finde ich schon super. Und Auslandsbeziehungen, internationaler Handel und Bildung auch nicht gerade wenig ist eine gute Sache. Ja, vor allem, weil es so lange dauert. Also ja. Wenn das jetzt sofort wirksam wäre, hätte ich jetzt auch gedacht, ach komm, lass uns ein bisschen niedriger einsteigen. Aber da das eh dauert, damit es sich wirklich entwickeln kann, dann lass uns das so machen. Okay. Haben wir noch 12. Wir könnten tatsächlich auch die Antirassismus-Woche direkt hinterher schieben. Ja, los. Okay. Jo. Tja. Das ist in 8 Runden bereits. Das heißt, die Auswirkungen sind... Und es gibt einen Bonus auf Liberalismus. Da hätte ich jetzt gesagt, komm, dann nehmen wir die vollen 46 Millionen und geben die dafür aus. Für minus 3,3% und plus 4,4% beim Liberalismus. Ja. Okay, 4. Wollen wir noch an irgendeiner Stelle leicht drehen? Man könnte halt gucken, hier oben im Transportsektor nochmal so ein bisschen zu schauen. Also eventuell die Telearbeitsinitiative, eventuell Busspuren, eventuell Bussubventionen, eventuell Emissionsbeschränkungen sind sehr niedrig. Dann würde ich die, glaube ich, ein Stück höher nehmen. Wobei auch die Frage wäre, ob wir mit den 4 noch irgendwas machen können für in einem der Wirtschaftsbereiche. Ob bestimmt. Da noch irgendwas geht. Tja, was... Jetzt sag nicht, ich soll mit Vorschlägen kommen. Ja. Ich gucke gerade so, also was, wir könnten halt beim Handelsrat, aber den haben wir auch erst vor kurzem eingeführt. Der etabliert sich gerade erst noch. Da könnten wir ein bisschen was draufgeben. Wir könnten beim Umweltschutz noch Dinge tun, wobei unser CO2-Ausstoß halt schon wirklich niedrig ist. Okay, unserer Umwelt geht es jetzt nicht so prall, aber es ist schon okay. Wir könnten Subventionen für Kleinunternehmer eventuell hochdrehen, aber da geben wir schon 640 Millionen für aus. Ja, das würde ich auch erstmal so lassen. Ansonsten sehe ich jetzt, achso, ja, Nationaler Wirtschaftsrat wäre auch noch eine Sache. Geben wir 70 Millionen für aus, den wir vielleicht eventuell hochsetzen könnten. Da würde ich, den fände ich gut, noch mal ein bisschen zu erhöhen. So? Ja. Kostet uns nur einen. Und dann nehmen wir die restlichen 3 einfach mit in die nächste Runde. Alles klar, wir haben noch ein Dilemma offen, sehe ich jetzt gerade. Fischfangquoten. Meeresschutzgruppen fordern die Unterzeichnung einer internationalen Gesetzesvorlage, welche die Fangmenge bestimmter Fischarten unserer Fischereien pro Kalenderjahr beschränken soll. So soll die Lebensfähigkeit der Fischbestände für zukünftige Generationen gesichert werden. Zustimmen. Hier geht es einfach um gesunden Menschenverstand. Mit den modernen Technologien ist es einfach und günstig geworden, riesige Fischmengen zu fangen. Dadurch sind die Preise gefallen und die Fischbestände sind drastisch zurückgegangen. Und auch wenn es die Fischerei kurzzeitig verstimmen mag, Fischereien kurzzeitig verstimmen mag, müssen wir doch langfristig an die Meeresumwelt denken. Umweltverbände würden die Unterzeichnung des Gesetzes begrüßen. Ablehnen.
Theoretisch hört sich das alles sehr vernünftig an. Aber wollen wir die Kontrolle über unsere Fischereiwirtschaft wirklich an irgendeine internationale Behörde abgeben? Und wenn wir sicher, und auch wenn wir sicher sein können, dass sich unsere Fischereien an das Abkommen halten, können wir denn sicher sein, dass die ausländischen Fischereien es ebenso tun? Unterzeichnen wir dieses Gesetz, versetzt das dem Fischereihandel einen weiteren Todesstoß und wir verlieren Arbeitsplätze. Lehnen Sie das Gesetz ab! Ja, also... Okay. Alleine die Argumentation mit Arbeitsplätze hätte mich jetzt schon, hätte meinen Kompass der Richtung zustimmen. Aber tatsächlich ist halt... Oh nein, nicht die Arbeitsplätze! Tatsächlich ist das mit der Fischerei ein Riesenproblem. Uiuiuiui, ey, das ist... Fischerei ist so eins der letzten natürlichen Ressourcen. Oder also wirklich natürlich, weil wir quasi wild lebende Fische zu ganz großen Teilen, also Fischereifarmen, wo Fische in Becken herangezüchtet werden, sind immer noch nur ein kleiner Bruchteil von dem Fisch, den wir auf dem Teller bekommen. Das sind alles wilde Tiere aus der Wildnis gefangen. Sowas gibt es eigentlich in keinem Nahrungsmittelbereich mehr. Und es ist halt so einfach zu überfischen, weil man Fische halt nicht direkt sieht. Es ist so abgefahren. Also es ist jetzt sehr, sehr verkürzt die Situation dargestellt, aber ich habe wegen plötzlich Wissen habe ich mich halt mit so einem Kram beschäftigt und es ist echt abgefahren. Also wenn man sich das so vor Augen führt mit dem die letzte, eine Industrie, die da, die tatsächlich wilde Tiere einfängt und verarbeitet. Und da muss es in irgendeiner Form ein Gleichgewicht geben, dass man Bestandsschutz sich anguckt. Ich glaube, man kann das auch noch aus anderen Perspektiven argumentieren. Also man könnte zum Beispiel sich auch über die Folgen für die Meere von Schleppnetzen unterhalten oder für den... Ja. Wir könnten uns darüber unterhalten, was passiert, wenn Fische nicht weiter wachsen können, also wenn die nächsten Generationen nicht zustande kommen, weil dann hat sich das quasi von alleine erledigt, dieses Problem. Fairerweise muss man dazu sagen, dass dieses Argument, na die anderen machen es ja auch nicht, das kann man bringen. Ich weiß nur nicht, ob uns das jetzt tatsächlich hilft. Ja. Also nur, weil sich irgendwer anders nicht dran hält, das reicht mir, also mir persönlich reicht das als Argument nicht. Wir könnten auch, warte mal, ich überlege mal, an welcher Stelle man das noch argumentieren kann. Der Preisverfall. Also sind die Fischfangquoten da, sind die Fische, die da sind, auch irgendwie teurer? Davon haben die Fischer auch wieder was. Und es ist auch die Frage, reden wir gerade über Fischfangflotten, große Unternehmen, oder reden wir über den kleinen Fischereibetrieb, die das seit in der dritten Generation machen und die irgendwie in der dritten Generation davon leben? Und insofern, glaube ich, hätte genau diejenigen, über die wir reden, wenn es um Arbeitsplätze geht, eher was von Fischfangquoten. Allerdings habe ich in meinem näheren Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, der in diesem Bereich arbeitet. Deswegen kann ich das nur mir so herleiten. So oder so bin ich für Zustimmen. Gut. Und ich kaufe mir lieber die Forelle, die in meinem Fall im Harz gezüchtet wurde, als den Lachs. Hm. Okay, stimmen wir zu. UmweltschützerInnen finden das super. Arbeitslosigkeit steigt um 3%. Okay. Landwirte, also da sind dann wahrscheinlich Fischereimenschen mitgemeint und BIP. Ah, okay. Ja. Egal. Okay, nächste Runde. Ich will kurz auf den Chat eingehen. Ich kann ohne Fisch leben. Muss es sogar, dank Allergie. Auf der anderen Seite, mach kaputt, was dich kaputt macht. Ich lebe auch ohne Fisch. Erst nur, weil ich es nicht mochte, als kleiner Junge mit Fischvergiftung, keine wundervolle Erfahrung gehabt, aber jetzt, nachdem ich länger plötzlich Wissen mache, also dass wir Dialog suchen über Ozean und Meere und was da drin passiert, auch durchaus auf Überzeugung. Der Weg ist mir jetzt nicht schwer gefallen, aber ja. Ich bin okay. Da, also,
Ich bin an der Stelle manchmal ein bisschen mehr Genussmensch. Also ich erinnere mich gerade an also an meinen letzten Griechenlandurlaub und dieses Gefühl, am Meer zu sitzen, in so einer kleinen familiengeführten Taverne großartigen Fisch zu essen, aufs Meer zu gucken, und das war einfach schön. Und der Fisch hat hervorragend geschmeckt, der war super frisch. Und ich kann da auch die unterschiedlichsten Perspektiven verstehen, aber trotzdem reden wir über natürliche Ressourcen und mit denen muss man schonend umgehen. Und insofern ändert sich an meiner Ursprungsargumentation zur Zustimmung nichts. Ich wollte nur sagen, dass es auch diese schönen Momente geben kann, wenn man Fisch zu sich nimmt. Sardinen und Raki passt super. Okay. Definitiv. Ja, Raki, da würde ich zustimmen. Sardinen könnt ihr dann. Da nehme ich dann lieber eine Olive dazu oder so. Die stehen mit dabei, das ist überhaupt gar kein Problem. Okay.